Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Sunshine. In der letzten Folge haben wir die blauen Münzen in Bayer Paradiso gesammelt, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist eine Weile her, ich hatte nicht so richtig die Möglichkeit aufzunehmen in letzter Zeit. Heute geht's weiter, heute wollen wir die letzten 12 blauen Münzen sammeln. Ja, es fehlen nur noch 12 und die finden wir alle in Plaza de la Palma. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Hier haben wir schon 18 Münzen gesammelt. Dazu brauchen wir allerdings erstmal die Raketendüse, um da hochzukommen überhaupt zum Eingang des Levels. Ja, außerdem, wie gesagt, wir haben schon 18 Münzen, es fehlen noch 12. Von diesen 18 Münzen müsste ich eigentlich schon alle aus dem Kapitel Nummer 6 haben. Denn da gibt's ja da muss man diese Dorfbewohner von dem Lava-Schleim befreien. Und dann bekommt man von 8 von diesen 10 Dorfbewohnern halt, also Palmas nennt man die ja, ne? Bekommt man halt blaue Münzen und die müsste ich eigentlich alle schon haben. Das heißt, ich werde jetzt die anderen Level abklappern. Es gibt insgesamt in jedem Level außer im zweiten für mich blaue Münzen zu holen. Und wie gesagt, im 6. Kapitel, ach ne, im 7. auch nicht. 1, 3, 4, 5, 6. 8, genau, so. Und wir fangen mit dem 8. an. Da gibt es nur eine einzige. Und ja, wie gesagt, es fehlen nur noch diese 12 Münzen. Wenn wir diese 12 blauen Münzen haben, dann sind wir mit Super Mario Sunshine zu 100% fertig. Das heißt, das sollte heute, wenn nicht irgendwie alles ganz merkwürdig läuft, die letzte Folge sein. Das Projekt sollte dann beendet sein. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was ich tun muss. Ich muss auf diese Palme in der Mitte, ne? Da gab es nämlich diesen Pilz, ne? Wir nennen es, ist es eine Palme? Ist es eine Palme? Wir nennen es Palme, passt. Da gibt es nämlich einen blauen Vogel, den habe ich bis jetzt irgendwie übersehen, soweit ich das beurteilen kann. Sollte das nicht der Fall sein, würde es hier an der Stelle den Schnitt geben, den ich sowieso mache, wenn ich irgendwie das Doppelt sammle, ne? Sollen wir ja vermeiden, möglichst. Ja, deswegen schauen wir mal, ne? Ansonsten ist es eben da die erste blaue Münze, die uns noch fehlt. Dieser Vogel müsste irgendwo da oben sein. Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig, wie ich da hochkomme. Hey, dort meine Düse nicht funktioniert. Das beginnt ja toll. Ja, es ist ja vielleicht schon bekannt für diejenigen von euch, die das Let's Play ab und zu mal schauen, dass meine Steuerung hier mal ein bisschen rumspinnt. Ich wollte aber unbedingt mit dem GameCube-Controller spielen. Und ja, jetzt merke ich leider, dass es halt nicht immer ganz einfach ist damit, weil das eben ein bisschen, naja, buggy ist. So, und hier sollte jetzt ein blauer Vogel sein. Rein theoretisch. Die kann ich aber durchaus schon verjagt haben. Oder schon gesammelt. Vögelchen? Hallo? Wo bist denn du? Naja. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Wunderbar. Jetzt muss ich den nur noch abballern. Vögelchen? Vogelin? Vogelin? Da. Vogelin vor allem. Vögelchen. Jawohl. Ach, und genau vor meiner Nase gelandet. Nicht schlecht. Sehr schön. Das sieht doch gut aus. Jawohl. So, wie geht's weiter? Wir müssen jetzt ins Kapitel 6, müssen wir wie gesagt nicht. Das müsste ich eigentlich schon haben. Das heißt, wir werden uns mal ins Kapitel 5 begeben. So schnell haben wir schon die erste. Vielleicht wird's ja heute sogar mal eine Folge, in der ich nicht ganz so viel Zeit zum Aufnehmen brauche und in der ich auch nicht ganz so viel schneiden muss. Wir werden sehen. Ne? Im Endeffekt wird's für euch eh keine großen Unterschiede machen, denn die Folge am Ende wird sowieso relativ kurz und knackig sein, sofern man das möglich machen kann. Ja, jetzt geht's ins Kapitel 5. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wir die drei blauen Münzen, die es da gibt, noch nicht haben. Denn die sind alle mit Yoshi zu holen. Da ist schon mal Yoshi. Und da ist auch schon der Hinweis. Nämlich diese Bienennester. Ja, ja, das ist ja schon immer so. Was braucht denn der gute Yoshi heute für eine Frucht? Eine grüne. Ich habe vergessen, wie die ganzen Früchte heißen. Ist aber, denke ich, nicht so wild, oder? So. Eine grüne Frucht für den Yoshi, bitte. Für den Yoshi? Juhu! Wo waren denn die Früchte? Waren die nicht in der Mitte irgendwo an so einem... Da, genau, und da finden wir auch schon die grüne Frucht. Das heißt, ich werde jetzt hier so lange uncut weitermachen, bis ich mal eine blaue Münze nicht finde, okay? Also, bis ich mal eine blaue Münze schon habe, quasi. Komm her, gib mir das. So, wir laufen mal gemütlich zurück. Ja, jetzt schaue ich schon mal, was ich machen muss. Also, an der großen Brücke hier müsste ein Bienennest sein, man sieht es ja schon. Hinter der Palmenstatue, was ist denn eine Palmenstatue? Okay, keine Ahnung. Und alle Schmetterlinge. Okay, das sind die Aufgaben. Wir haben jetzt hier so quasi die drei Aufgaben hier. Hallo? Komm runter, Bienennest! Mensch, Bienen stehen so Naturschutz, Yoshi. Was macht Yoshi? Da frisst sie! Ich kann nicht so schnell drücken. Wow, das hat relativ gut funktioniert. Ah. Das Schöne ist, wir bekommen quasi keinen Schaden, weil wir Yoshi haben. Komm, komm, komm. Yoshi, du musst auch mal treffen mit deiner Riesenzunge. Jawoll. Und da haben wir die erste. Sehr schön. So sieht das so gut aus. Fehlen nur noch 10. Okay, also eine große Palmenstatue. Was ist eine Palmenstatue? Moment, ich kann ja mal auf die Karte hier so ein bisschen.
Das sind die Schmetterlinge, ja, das nützt mir nichts. Ah, ich weiß wohl, da war ich schon mal. Da hinten. Palmenstatue, keine Ahnung, was die damit sagen wollen. Wuhu! Oh. Hui. Der Drehsprung ist von Yoshi ziemlich cool, da kann man nämlich echt gut Meter machen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle, wenn ich das mit Yoshi mache. Kann ich hier mal die Dinger wegstampfen? Ja, so ist es vielleicht schon okay. Ups, das war Mist. So, hallo Bienennest. Oh, der arme Yoshi. Yikes. Wieso greifen die mich irgendwie nur so halbherzig an? Das ist komisch, oder? Njam, 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 njam. Njam, njam, njam. Njam, njam. Oh. Und zwei noch, eine noch. Komm her, kleine Biene. Jetzt lass dich wegschnappern. Jawoll. Ach Mensch, das läuft ja wie geschmiert heute. So, und jetzt müssen wir noch Schmetterlinge machen. Schmetterlinge. Die müssten da hinten sein. Und zwar hier. Genau, wir sind schon mal ganz gut auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Okay. Ah, Schmetterlinge. Schmetterlinge. Nom, 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 alter Yoshi. Ja gut, Schmetterlinge stehen nicht unter Naturschutz. Zumindest vielleicht, also vielleicht gibt es irgendeine Unterart von Schmetterlingen, die ein bisschen unter Naturschutz steht, aber nicht, dass ich wüsste. Wenn das jemand weiß, dürft ihr mich gerne eines Besseren belehren. Noch vier. Ah. Yoshi, willst du vielleicht mal springen? Aber das sieht gut aus. Yes, und damit hätten wir auch diese blaue Münze. Wären da noch acht. Ups, jetzt habe ich hier irgendwie... Was habe ich getan? Ah, nichts, was ihr hättet sehen können. Okay, damit sind wir in diesem Kapitel auch fertig. Mensch, das geht ja wie geschmiert. Das ist ja perfekt. Das ist ja super. Fehlen nur noch acht, wie gesagt. Es gibt jetzt im Kapitel 4 noch eine. Und im Kapitel 3 gibt es nochmal drei. Bei den beiden weiß ich nicht genau, ob ich die schon habe. Oder, beziehungsweise wenn ja, wie viele. Ne? Deswegen werden wir jetzt einfach mal in beiden Leveln nachschauen. Und entsprechend halt schneiden, wenn irgendwas schon, ja, geholt wurde. Allerdings ist das jetzt hier eine Sache, die im Prinzip total easy ist. Ich muss nur, beim Kapitel 4, muss ich nur eine kleine Sache machen, nämlich so ein komisches Schild ansprühen. Und ich vermute mal, dass das relativ entspannt ist. Ist es das Schild hier? Ja. Alter, da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Es gibt so ein paar blaue Münzen, die sind einfach sowas von, ne? Naja, also ich finde es cool, dass die so zu finden sind, so leicht, aber es ist auch irgendwo ein Witz, dass man, ne? Da kommt man halt nicht drauf, auf diese Idee. Na gut, wären da noch sieben. Das Problem ist jetzt natürlich wieder mal, wir haben jetzt noch, wie gesagt, noch sieben Münzen. Davon könnten jetzt drei Stück im Kapitel 3 sein und die restlichen wären dann vermutlich im Kapitel 1, wo es potenziell 14 blaue Münzen gibt. Oh, was ist jetzt? Ach, hier muss ich erst mein Dings wiederholen, ne? Rette den Bürgermeister. Ach nö, das habe ich doch schon mal geschafft. Könnte ich jetzt nicht vielleicht einfach mein... Oh. Na gut, dann haben wir jetzt keine andere Wahl. Ich werde jetzt den Parcours einmal versuchen, dahin zum Bürgermeister. Das heißt, ich muss ein bisschen unter dem Level durchgehen. Wenn ich das nicht schaffe, ne, weil ich dann irgendwie verkacke, dann wird es einen Cut geben und ich werde das entsprechend dann einfach zu der Stelle schneiden, wo ich dann eben schon beim Bürgermeister bin. Denn ich will ja jetzt nicht wirklich den Bürgermeister retten, sondern ich möchte natürlich die blauen Münzen noch einsacken. Ich glaube, den hier muss ich löschen für eine blaue Münze. Aber ich habe jetzt momentan noch keine Düse, ne? Ja, genau. Also das muss ich auf jeden Fall machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ganz sicher nicht. So, hier war falsch. Das habe ich schon mal falsch gemacht. Und das rote M. Also eine von den dreien könnte ich schon haben, würde ich sagen. Ja, also ich würde vermuten, eine von den dreien hier in diesem Level habe ich schon. Ich werde alles natürlich überprüfen. Und dann entsprechend, ja, wie gesagt, mal schauen. So, hier geht's runter. Ich versuche mal, jetzt nicht zu verkacken. Ich weiß wieder nicht mehr, wie man springt, wie man loslässt. Ich glaube, A ist... B ist loslassen. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das schon mal gemacht habe und dass mich das hier ziemlich aufgeregt hat. Aber möglicherweise stelle ich mich jetzt nicht dämlich an. Das könnte passieren, dass ich mich nicht dämlich anstelle. Andererseits könnte es auch durchaus passieren, dass ich mich dämlich anstelle. Also, wir schauen mal. So, jetzt muss ich, glaube ich, B drücken. Ja. Und zum Abspringen wieder A. Ja, ich bring's noch. Ich hab's noch im Kopf. Sehr, sehr schön. So, also ich hab's sowieso ein bisschen im Kopf, ne? So ein bisschen, naja, ihr wisst schon. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. B. Einmal die Kamera bitte. Ja. Achso, das war diese komische Art zu springen, ne? Ah, das ist gemein, dass ich das nochmal machen muss, ey.
Aber ich bin heute relativ fresh, relativ ausgeruht. Ich hoffe mal, dass das einfach funktioniert. Wo muss ich denn jetzt hoch? Jetzt muss ich mich einfach umschauen hier. So, da geht's einmal hoch. Da muss ich hin, darüber. Das heißt, ich muss hier nach oben. Dann muss ich nach da und dann muss ich nach da. Versteho? Verstehst du? Versteho, genau. Das ist doch mal ein Ausdruck, oder? So, springen. Das Leben, das können wir einfach mal getrost da lassen, wie es ist. Und B. Ja, Rico, das funktioniert. Dann drückst du A zum Springen, ne? Ja, ihr habt da schon öfters mal Steuerungsprobleme bei mir. Es gibt auch ein paar blaue Münzen hier in dem ersten Level dann, wo ich bereits weiß, dass ich sie schon habe. So, Rikos, springen. Jawohl, genau. Okay, wir sehen das mal hier oben. Wenn ich jetzt keinen Mist mache, kann eigentlich nichts mehr allzu schief gehen. Das sieht schon mal so aus, als könnte man hier viel Mist machen. Das möchte ich aber gern vermeiden. So, hops. Da, ja, sehr schön. Aber okay, komm, das passt schon. Oder? Also das sind gerade jetzt wieder so blaue Münzen. Die sind... Okay, ist es okay, die so zu verstecken? Das finde ich jetzt nicht unangebracht. So wie das, also das Schild, das war so ein bisschen merkwürdig, ne? Da kommt man nicht drauf. Aber das hier ist okay. Weil man denkt halt im Moment, im normalen Fall, nicht dran, jetzt hier nochmal auf die Suche zu gehen nach irgendwelchen blauen Münzen. Und das mache ich jetzt. Also im Normalfall wäre jetzt hier an der Stelle noch eins gewesen. Ne? Das haben wir aber schon. Das heißt, das kann ich getrost sein lassen, das zu suchen. Und die anderen beiden sind halt, wie gesagt, einmal der Delfino, der da... wo kommen hier die Flammen her? Wo ist denn der Anfang? Das ist hinten, das ist das Ende. So, und irgendwo hier vorne müsste dann noch so ein... Ah ja, genau, das meine ich. Ah! Gott, das wäre fast eklig geworden. So. So, das hier nehme ich, ne? Ich mache es mal hier ein bisschen drumherum sauber. Zack! Und damit haben wir die nächste. Wir haben noch 6 Stück. Sehr schön. Wunderbar. Also machen wir jetzt noch diesen, löschen wir mal noch diesen armen Delfino, der hier schon seit unser Let's Play begonnen hat, rennt er quasi hier schon durchs Level und will gelöscht werden. Ja, vielleicht nicht ganz so krass, aber so in etwa. Und ja, den habe ich ja damals schon, wollte ich eigentlich schon löschen, aber es ging halt wie gesagt nicht, weil ich keine Düse hatte. Jetzt geht's los, komm, wir löschen dich. Hey. Ich sehe. Mario, bitte. Du kannst aber auch einfach nicht gelöscht werden, wenn du von mir wegrennst. Du entfachst doch das Feuer wieder neu, wenn du rennst. Junge. Jo! Du hast mich gerettet, vielen Dank. Jawoll! Nice, und damit wären wir auch in diesem Kapitel fertig. So, wie gesagt, die nächsten finden wir dann im Kapitel 1. Das ist jetzt dann mit Sicherheit der Rest, glaube ich. Also, wie gesagt, es gibt im Kapitel 6, 8 Stück, aber die müsste ich eigentlich alle haben. Ich glaube, ich habe damals noch gesagt, ich war mir nicht ganz sicher, wie viel ich dort gesammelt habe, aber es gab meines Wissens nach 10 Bewohner, die man löschen musste oder aus diesem roten Schleim befreien. Und davon waren 2 Kinder. Die Kinder haben mir nichts gegeben. Die anderen schon. Ne? In diesem Sinne müsste das eigentlich passen. So, jetzt geht's ins Kapitel 1. Jetzt brauchen wir hier noch 5 blaue Münzen. Und wenn wir die alle haben, sind wir fertig. Ich bin begeistert. So, ich muss natürlich wieder in meine Liste schauen, weil ich das sonst nicht alles wissen kann. So, bei einer weiß ich auf jeden Fall schon, dass ich die habe. Ansonsten bei den restlichen muss ich jetzt ein bisschen schauen. Ich werde jetzt wieder ein bisschen schneiden, wenn nötig. Ich denke schon, dass es nötig ist. Und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn ich soweit bin, dass da eine blaue Münze irgendwo ist. Okay. Also die erste blaue... Meine Güte, es ist aber auch gut hier. Die erste blaue Münze müsste irgendwie auf diesem goldenen Pilz sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich da hinkomme, aber das finden wir raus. Das ist schon mal kein schlechter Anfang, würde ich sagen, wenn ich hier hochgehe. So. Ja. Zack. Oh. Da hat meine Steuerung wieder versagt. So, und besprühen Sie den Mond? Den Mond mit Wasser? Ist es der Ernst? Wow. Da hätte man doch von allein drauf kommen können. Nein. Okay, das finde ich interessant, ja, alles klar. Naja, wir wollen es nicht aufregen. 4 Stück left. So, weiter geht's. Die nächste von den wunderbaren blauen Münzen sollte hinten auf der Palmenstatue zu finden sein. Auf der Palma-Statue, das meinen die mir vorhin übrigens. Da habe ich mich vorhin schon mal gefragt, was die mit Palmenstatue meinen. Die meinen natürlich Palma-Statue, diesen Typ hier, ne, also... Der aussieht wie ein Palma, ne? Die Statue, die aussieht wie ein Palma. Die Palma sind ja die Einwohner von hier. Und ich bin so doof zum Springen. So, und jetzt soll ich hier eine Stampfattacke machen. Das hätte mir damals geholfen, als ich hier versucht habe, die 100 Münzen zu finden, oder?
Alter, nicht schlecht. Na gut. Das war die nächste. Fehlen da noch drei. So, hier oben auf der Palme wäre normalerweise eine blaue Münze gewesen. Da die da nicht ist, lassen wir das weg und gehen zur nächsten, die sich wiederum im Fluss befindet. Auch wie die andere schon. Allerdings bin ich mir bei der jetzt nicht ganz sicher, ob ich die schon habe. Beziehungsweise ich war mir bei der anderen auch nicht sicher, aber ich schaue jetzt einfach nochmal nach. Wie gesagt, man muss einfach nur hier unten durchtauchen im Normalfall und würde dann dort die nächste blaue Münze finden. Das kann durchaus sein, dass das funktioniert, dass ich die noch nicht geholt habe. Da ist nichts. Nee, doch, die haben wir auch schon. Oder? Ah, nee, da ist sie, da ist sie. Hey, nice. Dass mir sowas, dass ich sowas nicht gesehen habe, das ist ja krass, oder? Naja, das ist doch schön. Ups, na komm. Mario? Einfach durchschwimmen, einfach durch. Alles gut, okay. Super, dann hätten wir die auch. Das ist ja hervorragend. Hätte ich nicht gedacht, dass die so leicht zu finden sind. Na gut, dann fehlen nur noch zwei. Es wären nur noch zwei. Nicht schlecht. Ich könnte mal mein Wasser nachfüllen, bevor ich hier weitermache. Nicht, dass ich noch irgendwann in die Bredouille komme, dass ich nicht mehr fliegen kann, weil ne, mein Wasser alle ist und ich dann irgendwo runterfauke. Das wäre schlimm. Das wäre so schlimm. Ja, die nächste könnte dann eventuell auf dieser Palme sein. Es scheint irgendwie auf jeder Palme so eine blaue Münze versteckt zu sein, ne? Und ich glaube, auf der Palme war ich auch noch nie oben drauf. Es könnte durchaus sein, dass wir jetzt hier schon wieder eine finden. Und das wäre dann die vorletzte. Das heißt, danach gäbe es nur noch eine. Wow, was für tolle Eventualitäten. Sekunde. Das ist nicht die Palme, oder? Ne, Moment mal, ich muss auf das Blatt drauf. Oh Gott. Da ist sie, ist ja krank, ey. Das ist ja richtig gemein versteckt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass meine Steuerung hier gerne mal verkackt. Kann ich jetzt nur hoffen, dass das eben nicht passiert. Die ist ja richtig cool versteckt. Die finde ich super. Das finde ich richtig geil. Also das muss ich getrost zugeben. Das hat mir jetzt gefallen. Fall bitte nicht runter. Na, ja, okay, das hat... Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Okay, eine fehlt noch. Ich hoffe mal, dass wir die jetzt auch noch so schnell finden. Hui! Flupp. So, wo mag die letzte blaue Münze nur sein? Ihr erfahrt es gleich. Ich glaube, ich weiß wo. Ich habe gerade nochmal gelesen. Und das kommt mir wieder so vor, als wäre das völlig viel zu random, als dass ich das schon haben könnte. Es muss irgendwo ein Wasserfall sein in diesem Level. Also quasi, ich nenne es mal die Quelle des Wassers hier. Okay. Lass mich X. Ja, weg, 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 weg. Alter, ich dachte, ich sterbe jetzt hier. Manchmal kriegt man von diesen Feuerzeugs, von diesen Feuerzeugen, haha, von diesem Feuerschleim bekommt man oftmals sehr schnell sehr viel Schaden. Wir haben es geschafft, Leute. Das war halt relativ entspannt. Ich habe quasi fast keine Schnitte machen müssen und habe auch nichts großartig doppelt suchen müssen. Super, wir haben es geschafft. Ich bin begeistert. Jetzt geht's zurück. Nach Piazza Delfino. Jetzt werden wir nochmal ganz kurz im Bootshaus vorbeischauen. Dort werden wir die restlichen Insignien in der Sonne sammeln und dann... Tja, dann sind wir fertig. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier laufen wird. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch niemals dieses Spiel zu 100% durchgespielt. Das ist jetzt quasi durch mein Let's Play. Es ist eine kleine Premiere für mich. Ich bin hier falsch, wie es aussieht. Ja, nicht ganz. Mario? Mario! Nice. Wir haben alle... Wir haben alle 240 blauen Münzen gesammelt. Ich bin begeistert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, und jetzt können wir diese blauen Münzen nämlich eintauschen gegen Insignien der Sonne. Und dann sind wir mit diesem Spiel wirklich fertig. Es ist unglaublich. Oh yeah, Benvenuto. Ich denke, du bist deswegen hier. Ja, sehr gut. Das bedeutet, du gibst mir 10 Münzen. Ich tausche sie gegen Insignien der Sonne. Ich gebe dir 24. Einverstanden? Yo. Wirklich? Du meinst es ernst, nicht wahr? Keine Rückerstattung, okay? Okay. Achtung, 96, 120, Alter. Kranke Scheiße. Speichern und weiter. Wir haben alles. Wir sind fertig mit diesem wunderbaren, wunderbaren Spiel. Passiert jetzt irgendwas? Nö. Gut, das war jetzt... Ich habe es mehr oder weniger erwartet, dass es hier keinerlei Belohnung gibt oder keinerlei... Mensch, du hast es geschafft, du bist ein Held. Nein, ich bin nichts, quasi. Ich bin nur der Idiot, der das hier gemacht hat, tatsächlich. Auf 100% und... Man sieht jetzt, es ist wieder wunderbar sonnig hier. Ich hätte ja eigentlich gehofft, dass ich jetzt eventuell freigesprochen werde. Ich habe alle Insignien gesammelt. Es sieht in dieser Stadt blitzblank aus. Alles glänzt, alles leuchtet. Wir haben es geschafft. Alle tanzen, alle Delfinos.
Sollte ich in diesem Let's Play irgendetwas vergessen haben, dann würde ich euch bitten, falls ihr das wisst, ne, dass ich was vergessen habe, also es kann keine blaue Münze und kein Stern sein, es sollten tatsächlich nur die 120 Insignien zu sammeln sein. Irgendein Secret, irgendein kleines Easter Egg oder irgendwas, schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, das war's mit Super Mario Sunshine. Ein wunderbares Projekt, ein wunderbares Spiel. Ich habe es, wie gesagt, noch nie in meinem Leben so weit gebracht wie hier. Ich habe jetzt alle 120 Insignien. Das ist nice, ne? Also, Plaza de la Palma ist jetzt auch fertig. Können wir mal in die Statistik schauen. 40 Insignien in Piazza Delfino. Dafür gehen natürlich die 24 vom blauen Münzensammeln mit rein. Tja, ansonsten waren es 7 Level mit Evas 12. Ne, mit Evas 10. 70, ja, keine Ahnung. Ach ne, die Münzstände noch. Ich sehe jetzt nicht nochmal nach, okay? Wir haben jetzt wirklich alles geschafft. Ich bin begeistert. Vielen Dank, dass ihr beim Projekt dabei wart, dass ihr es angeschaut habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin froh, dass ich mich jetzt nicht mehr mit diesem Eingabe-Bug, mit diesem Input-Bug hier von meinem GameCube-Controller am PC rumärgern muss und dass ich das erfolgreich abgeschlossen habe. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wenn es dann heißt, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Lasst euch überraschen. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei Twitch mal vorbeischauen. Oder auf YouTube. Je nachdem, ne? Was euch gefällt. Macht's gut. Ciao.